noch 10 Minuten. Ich kann nicht schon wieder zu spät kommen. Oh, der Typ, der stinkt. Also, das geht zu weit. Eine alte Frau ins Zeug reinlängen. Das kann ja mal passieren. Danke vielmals. Ich finde das eine unglaubliche Frechheit. Könnt ihr bitte nicht einfach zahlen? Ich habe heute noch Pläne. Ich hoffe, da ist eine Dusche mit eingerechnet. Habt ihr ein Problem? Ich komme hier mit Nachtgäu kaufen und dann muss ich noch krampfen. Ich kann nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl rumrutschen und die Nägel lackieren. So, also mir langt es. Ich übernehme das. Ich zahle es. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Das heisst noch lange nicht, dass Sie die ganze Woche den gleichen Kleider laufen müssen. Hast du schon mal etwas von einer Wäschmaschine gehört? Jetzt schau auch da die Frau Supermann. Haben wir sie beim Bescheissen verwünscht? Das muss ein technischer Fehler sein. Herr Roggenmoser, kann ich euch mein Portemonnaie gau gehen? Ich sollte auf meinen Zug. Ruhe! Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Kumbaya, mein Lord. Es ist schon 19:30 Uhr, mach bitte Schluss, Walter. Sie müssen den Container entsorgen. Ich glaube, wir suchen uns gescheiter etwas anderes. Nein, bitte, wir können euch das noch einmal rausräumen. Das... Nein, merci. Nicht noch einmal. Weißt du was? Du solltest einfach mal weg von hier. Das Leben bietet mehr als einen Einkaufen, Wäsche, Glätte und Aufgaben machen. Du darfst nicht, stimmt's? 5'000 Stutz. Mehr? Nein. Ja! So schön. Hey, super. Ist jetzt, um dich gerne hat, dass du mitkommst. Ich habe dir Ivan versprochen. Nimmst du doch mit? Wünschst du doch nicht einen Swimmingpool? Was? Die Jenny ist für mich gestorben. Sie ist deine Tochter. 12-jähriges Mädchen. Du bist Millionärin. Ist das deine? Komm doch schnell rein. Ich kann... Mit einem Kaffee, wenn ihr schon Mühe gemacht habt. It's impossible! Das ist eines meiner Probleme. Ich verstehe. Das ist jetzt eben die Louise, die ich euch von ihr erzählt habe, die so Mühe hat, eine Wohnung zu finden. Never? Das ist. Naja, die könnte ja nichts dafür. Und ich hätte mir das Kind sicher von einem Jugola anhängen oder von einem Neger. Oh, Entschuldigung, Alter. Das nützt doch nichts. Das nützt doch alles nichts. Louise? Grüße, Herr Ebensold. Vermietet ihr an Louis jetzt eine Wohnung? Schaut sie. Da die Stege drauf und dort unten ist das Tattoo-Studio. Da steht aber Nails Studio. Ja, das ist eben auch dort unten. Ich bin übrigens der Willi. Schön für euch, Willi. Ah, grüezi miteinander. Grüß. Was hätten Sie gerne? Buben wollen die Body Pictures. Sind wir da nicht richtig? Das ist jetzt aber ein Seich. Wir sind extra wegen diesen blöden Bildern hierher gekommen. Ja, bist du ein Herzig? Bist du rein rassig? Nein, ein Trottoir. Und das Mineralwasser für den Hund, wenn es geht. Er hat ein Problem mit dem Mägeli. Geld so ist. Die machen also nicht nur diese Abziehbildchen hier. Nein, also in erster Linie ist das das Nail-Studio. Ich bin ausgebildete Nail-Kosmetikerin. Lilian, bringst mir bitte 2 Kaffee, ein Mineral und einen Most ins Studio. Und wenn du Steve siehst, sagst du ihm, er soll sofort keine Kundschaft. Und noch ein Mineralwasser zusätzlich. Danke. Möchten Sie den Handmodellage ausprobieren? Handmodellage? Zeigen Sie mal. Also nach meiner Behandlung sehen Ihre Hände wieder aus wie früher. Wenn früher. Die Katze dachte, ich liebe Vögel, besonders zum Frühstück mit Weißbrot und Milch, und schlich sich auf Sammetpfoten heran. Liefer, Steve.
She's just minding your spring. Go back inside and see how everyone is. But deep down, he's a good man. He stuck around longer than your dad did. At least. Ich halte diese Nächte nicht mehr aus. Scherzkeks. Ich kann nicht schlafen und du machst faule Witze. Sag mal, was machst du da? Eine Kindheitserinnerung. Runterziehen, schlucken, hochziehen, es kitzelt. Kennst du das nicht? Versuch mal. Ja, so ein Regenwurm hat's gut. Ja, so ein geht es wieder los?